Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play City Skylines hier auf dem Kanal. Puh, Mensch, was ist hier passiert? Großes Drama. Also, wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden dieses Autobahnkreuz komplett demolieren. Jetzt ist die Gelegenheit für uns mal wirklich Probleme da zu lösen, wo sie entstanden sind. So, und jetzt bauen wir hier ein komplett neues Autobahnkreuz auf. Was ist denn das für eins? Ach, das ist so eins. Ja, das ist aber auch wieder schwierig. Das war auch ein bisschen schwierig. Das ist eigentlich noch eins der besseren. Wobei die Turbine auch nicht schlecht ist. Ich würde halt gerne irgendwie das so einbauen, dass hier unten nicht stört. Warte mal, wir machen nochmal ganz kurz hier die Ecken weg. Bauen wir mal eine Turbine auf, warum nicht? Ist doch jetzt eh alles egal. So, dann kommt hier ein großer Kreisel rein, den müssen wir aber auch erstmal wegreißen wieder. Teilbereiche zumindest. Geht das nicht? Muss doch gehen. Vielleicht, weil es hier ein bisschen im Weg ist oder was? Machen wir es halt selber. Naja, das ist zu weit. Aber nur ein Ticken. Es ist gar nicht mal so schlecht, wenn das ein bisschen weiter zieht. So, dann haben wir hier noch einen normalen Weg. So. Dann kommt hier noch ein großer Weg ran. Der geht halt jetzt nur so, weil hier dummerweise jetzt eben eine Brücke ist. So, hier kommen Autobahnen an. Das ist ein bisschen schwierig gerade. Jetzt kommen wir so hin. Ja, vielleicht nicht ganz so. Aber wir können es jetzt mal probieren. Ja, das sind die ganzen Straßenbahnen und so weiter, die hier alle unterwegs sind. So, machen wir das da drauf. Und dann kommen hier nochmal die Jungs drauf. So. Die Turbine. Ich bin mal so gespannt, wie die funktioniert. So, und dann gehen wir hier ja nochmal mit einer Abzweigung unten rein. Genau. So, da haben wir den Teil schon mal aufgebaut. Jetzt müssen wir hier natürlich auch nochmal ein bisschen regeln. Aber in den meisten Teilen dieser Stadt schaut das gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben halt hier ganz, ganz viel Verkehrsanbindung verloren. Also, jetzt werden wir Folgendes erstmal machen. Wir werden jetzt hier unsere Monorail Station wieder aufbauen. Jetzt machen wir die Monorail mal hier hin. Und die Zuganbindung machen wir jetzt anders. Die kommt ja hier lang. Jetzt machen wir hier. Machen wir die Straße lang. Und jetzt bauen wir Folgendes.
Jetzt bauen wir die Zuganbindung hier sowas rein. Nein, anders. Jetzt gucke ich mal, ob wir das irgendwie hier reinbekommen. Ich meine, hier könnten wir es einbauen, aber das wäre extrem schwierig. Wir müssen das mit dem hier wieder ändern. Dann machen wir das so, reißen wir das mal weg. Dann kommt hier die Zughaltestelle her. So, dann kommt die Zuganbindung so weit her und dann reparieren wir den Teilbereich. Dann steht die Zugstation hier wieder. Dann machen wir hier wieder ein paar Geschäfte her. Die Wohnungen kommen weg. Und dann... kommen wir da lang. Und dann sollten nämlich hier auch die Busanbindungen wieder da sein. Sind sie auch. Und dann machen wir mit dem Zug hier... den ziehen wir hier rüber, dann passt das nämlich auch hier wieder. Jetzt müssen wir die Monorail wieder aufbauen, das wird teuer. Und die müssen wir halt jetzt wieder bauen. Die bauen wir aber jetzt ein bisschen anders. So, und dann drehen wir den jetzt nämlich hier auch noch mal ein bisschen raus. So. Jetzt geht der hier um diesen großen Bereich hier quasi außen rum. So, und ist da wieder angeschlossen. Da haben wir die Monorails nämlich auch wieder am Start. So, okay. Wie schaut das jetzt hier aus? Es hat die ganzen Untergrundfahrbahnen nicht zerstört. Es hat auch die U-Bahnen nicht tangiert weiter. Sehr angenehm. Sehr schön. So, was ich aber auch noch machen wollte, ist jetzt hier eine große Straße rausziehen. Die hier reingeht. Einfach um hier nochmal eine Anschlussmöglichkeit zu kriegen für diesen Stadtbereich. So, da haben wir hier nämlich noch einen Durchgang. So, soll ein bisschen die Stadt entlasten. Jetzt schauen wir uns die Vertrümmerung nochmal hier an. Jetzt ziemlich viel zerlegt. Okay. Aber sonst schaut die Lage gar nicht mal so schrecklich aus. Okay. Der Verkehr hier rutscht jetzt auch so nach und nach. Natürlich ist das hier ein bisschen doof. Das müssen wir ändern. Und da haben viele von euch vorgeschlagen, mach doch mal die Road Anarchy, mein Lieber. Das meine ich aber hier nicht mal. Weil das schaut nicht nur blöd aus, das ist richtig doof. Ja, mir fehlt das richtige Anarchy-Tool. Ja, passt mir nicht ganz. Ich würde das gerne bewegen können, aber das geht hier leider über das Tool nicht. Nur die Pedestrian Industry. Naja, das ist klar. Okay, dann müssen wir jetzt hier ein bisschen anpassen. So, wir wollen hier glätten. Ja, genau so wollte ich das. Den ewigen Schlund des Todes bauen.
versuchen wir das mal so. Immer noch nicht perfekt, aber schon besser. Ja, so können wir das theoretisch sogar fast lassen. Hier staut sich ein bisschen rein. Das ist aber ein Problem, das lösen wir jetzt auch noch. Das gefällt mir auch überhaupt nicht. Das ist auch ein bisschen doof, ne? So. Jetzt müsste es gehen. Mich da vielleicht anders rein. Es ist halt auch echt schwer, das da einzubauen, ne? Okay, jetzt müssen wir ein bisschen Trick 17 nutzen. So geht's nämlich. So, jetzt haben wir es da ein bisschen angepasst und jetzt sollte das hier auch besser laufen. So, jetzt läuft der Verkehr halbwegs passabel sogar. So, hier haben wir einen Wasserengpass. So, viele von euch haben nochmal gesagt, pass auf Zwerge, da hinten, wo was produziert wird, das ist ja gar nicht angeschlossen ans Hauptnetz. Ja, habe ich da nirgendwo, nee, da habe ich auch kein Stück vergessen. Das geht dann hier in den Hauptverteiler rein. Nö. Hier oben ist ein genereller Wasserengpass, aber das ist auch wieder ein anderes Problem. Die generelle Wasserverfügbarkeit ist auf jeden Fall da. So. Okay. Und hier schaut es auch generell wieder ganz gut aus. Also es baut... Es sind noch Rettungsarbeiten im Gange, aber so im Großen und Ganzen kann man das so jetzt erstmal so sehen, als ob das funktionieren würde. So. Kommen auch wieder ganz, so ein paar Passagiere kommen hier schon an. Und jetzt können wir doch trotzdem noch mal was probieren, und zwar wie kriege ich dieses Ding hier rüber? Ohne dass es hässlich aussieht. Ich meine, so könnten wir das vielleicht sogar bauen. So ging das. Da hätten die Leute halt viel kürzere Wege hier rüber. Dann nutzen wir den Teil nochmal.
So müsste das eigentlich mit dem Fußgängerweg laufen. Das schaut halt unglaublich hässlich aus. Das muss man anders machen. So vielleicht. Ja, weil von da aus sind die Wege natürlich deutlich angenehmer zu laufen für die Passagiere hier. So, dann machen wir jetzt Folgendes. Da sind die Rettungshunde auch noch im Einsatz. Bauen wir hier wieder ein bisschen den Lautstärkepegel ab. Sollte jetzt mit diesen Maßnahmen sollte das jetzt ein bisschen hübscher laufen. Das klappt hier auch mittlerweile besser. Ja. Hier oben ist auch was kaputt. Ja, aber nur ein paar Zelte, die haben ein bisschen mehr Wind abbekommen, dann gehen die kaputt. Okay. So, hier geht's auf die Autobahn, auf das neue Autobahnkreuz zu. Auf dem der Verkehr relativ entspannt läuft. Also das Ding, diese Turbine scheint wohl einen ganz guten Job hier zu machen. Nicht genügend Kunden, sagen die hier. Ja, das werden wir sehen. So, viele von euch hatten vorgeschlagen, im alten Kern, wo hier wirklich auch am meisten weggestürzt ist, also in quasi Bereich, sagen wir mal hier, ne, hier so ein bisschen, sie hier quer durchgezogen, wollten viele von euch eine Erinnerungsstatue aufbauen und haben gesagt, nee, Zwerg, also da muss erinnert werden. Und jetzt gucken wir mal, ein Meteoriteneinschlag war es ja nicht. Ein Uhrenturm. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Alte Marktstraße. Ein Guggenheim-Museum. Geschäftspark. Pyramide der Sicherheit. Das klingt doch schon mal für meine Begriffe sehr, sehr cool. Man muss schauen, wo wir hier Platz finden für das Ding. Da ist eins. So. Meine Lieben, hier wird den Opfern der Stadt gedacht. In der Pyramide der Sicherheit, die hier aufgebaut wurde, um an die Opfer des großen Tsunami-Unglücks der Stadt Neu-Karlsheim zu erinnern. Und hier unten in den Säulen stehen die Namen der Opfer. Graviert quasi. Das sieht man hier so schlecht beim Durchgucken, aber ihr könnt die Stelen, glaube ich, sehen. Das soll den Opfern gedenken, die hier an diesem Unglücksort quasi... Ja, ich weiß, das wäre eher so ein bisschen hier drüber gewesen, aber wir bauen das jetzt hier hin. Der Bereich baut sich ja quasi neu. Der entwickelt sich ja auch neu. So, weiterhin werden wir jetzt Folgendes tun, und zwar, es wird jetzt hier nochmal eine Auffahrmöglichkeit für Autos geben. Hier gibt es zwar Abfahrten, aber keine Auffahrt. Und ich will hier durchaus diese Straße etwas größer bauen. Hier wird jetzt aufgebaut. Das ist nämlich eine Querstraße, die eigentlich sehr wichtig ist für uns. Und solche Querstraßen neigen dazu, immer voll zu werden. Ich muss bloß gerade mal ganz kurz gucken. Die kommt von hier groß rein. Hier geht's wieder nicht. Hier ging's. Du bist dahin. Hier geht's gar nicht. Okay.
Dann machen wir auch diese Querstraße größer. Aber vorher reparieren wir erstmal diesen Bereich hier. So, machen wir das alles mal ein bisschen hübscher. Okay, der Bereich ist jetzt selbst relativ gut. Der soll ja einfach nur dafür sorgen, dass hier der Verkehr besser durch die Stadt kommt, indem einfach mehr Zwischenräume da sind. Und jetzt bauen wir das Ganze dann eben hier weiter. Aber meine Lieben, das und noch vieles mehr in der nächsten Folge, wenn ihr Lust habt. Bis dahin, habt eine tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.